Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Staffel 6, meine lieben Freunde. Und ich muss sagen, es ist wirklich ganz schön regnerisch in letzter Zeit, ja. Erstmal ein Brot essen. Ich find's super cool für euer Feedback der letzten Folge. Ihr habt wirklich viele Kommentare geschrieben, viele Vorschläge und dafür würde ich mich natürlich ziemlich freuen. Unter anderem habt ihr auch ein bisschen was vorgeschlagen. Ich kann das einmal ganz kurz vortragen. Und zwar hat der Elysion geschrieben, oh, jetzt wird es schöner, ja. Wunderbar, jetzt kommt die Sonne auch raus. Guten Morgen. Gleich nochmal ein Brot essen hier. Der Elysion hat geschrieben, falls ich noch keinen Fischer habe, könnte ich einen Fischer bauen. Das ist eine gar nicht mal so schlechte Idee. Dann hat der Lukas Hammer vorgeschlagen, ich sollte meine Festung für die Stadt bauen, am besten Helms Klamm aus Herr der Ringe. Eine Festungsanlage ist auf jeden Fall geplant, zwar nicht so wie Helms Klamm. Aber der Kurfürst hier, der braucht natürlich auch eine Festung. Und deswegen kommt da auch mal eine Festung hin. Das ist aber ein ziemlich großes Projekt. Und ja. Das waren quasi die Vorschläge und ich würde jetzt einfach mal anfangen, nochmal kurz zu gucken auf die Bautafel. Haben wir denn ein Schild mit? Nein. Aber ich glaube, da oben hängen ja noch welche. Ich weiß nicht, ob ich woanders auch noch eine Bautafel besitze. Muss ich mal gucken. Aber hier hinten ist auf jeden Fall eine, das weiß ich. Und da können wir ja mal reinlunsen. Oder auch drauf schauen. Hier sind noch Schilder. Haben wir irgendwo schon eine Fischerei? Mine, Kathedrale, Schmiede, Gleise, Lehm, Steinmetzgerei, Tower, Baumanufaktur, Floristik, Gerberei. Da schreibe ich jetzt mal hier auf die Tafel eine Fischerei. Ne, komm. Da. Und zwar eine Fischerei. Und da lasse ich jetzt mal hier noch 3x drin. Und ihr könnt mir mal Namensvorschläge machen, wie diese Fischerei oder wer der Fischer oder die Fischerin dann quasi heißen soll. Ich habe hier immer ein paar Namen hier mit stehen. Ich muss mir auch nochmal die letzten Folgen angucken, wo ich das mal gezeigt habe, weil ja einiges abgeschnitten ist. Genau. Und wenn ihr mir den Namen geschrieben habt, ich mache mir dabei ein paar Pläne, wie ich das umsetze. Und da geht es dann wahrscheinlich in der nächsten Folge schon los. Und da bauen wir dann die Fischerei. So, heute wollte ich nochmal ein bisschen was hier. Ich habe auf jeden Fall viel überdacht. Ich habe viel überdacht. Das Weizenfeld ist, wie gesagt, nur temporär. Das kommt dann wieder weg, sag ich mal.
Und hier steht ja schon ein Schild hier. Plan, Baustelle, Kirche. Und ich habe mir wirklich damals gedacht, okay, die Kirche, die passt hier ganz gut hin. Das ist eine gute Fläche, wo die Kirche hinpassen könnte. Also hier so hin, ne? Dann so ein bisschen hier rüber noch. Und dann hier hinter. Und hier drüben habe ich mir dann so gedacht, okay, so ein paar höhere Häuser. Aber wenn ich hier die Kirche hinsetze und hier drüben kommen die Villen hin, ist das schon ein wenig. Nun ja, ich habe mir überlegt, dass hier drüben, ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, was ich vorhabe. Ich kann ja mal ganz kurz hier reingehen. Hier geht es dann noch zu den anderen Hausnummern. Hier hinten sind auch noch ein paar Grundstücke. Hier ist ein Grundstück. Und hier sind auch noch mal zwei Grundstücke. Ich würde den Zaun abreißen wollen und hier einfach eine große Parkanlage hinbauen. Und um diese Parkanlage ringsherum, also da vorne kommt eins hin und da hinten kommt eins hin. Und dann ringsherum kommen dann diese Botschaftsgebäude. Und hier in der Mitte, wie gesagt, der Park. Und hinter die Kirche, kann ich auch mal kurz zeigen. Die Kirche soll ja ungefähr auch, die soll ein bisschen größer werden. Auch so bis hier hin, ne? Bis so hier hin. Weil hier hinten ist ja auch die Bergkante. Da seht ihr ja, da die Bergkante. Und das wäre ja nur praktisch, wenn ich das dann so hinbaue. Und hier drüben dran, hier unten ist ja noch so ein kleiner, ich sag mal so eine kleine Senke. Da wollte ich gern so noch einen kleinen Friedhof hin basteln. Wir haben ja schon einen Friedhof, deswegen wollte ich hier nur einen kleinen Friedhof hin basteln. Und hier dieses, na, dieses Rinnsal, was hier rauskommt, da. Da wollte ich einen kleinen Fluss durchziehen, sodass durch den Friedhof so ein kleiner Fluss hier geht. Und der geht dann hier hinten auch lang. Den wollte ich hier noch ein bisschen höher setzen. Autsch. Es wird schon wieder nachts, so wie ich gerade sehe hier. Den wollte ich hier durchsetzen. Kommt dann hier noch so durch. Hier vielleicht noch eine so kleine Brücke. Und der geht dann hier hinten hin. Und tut quasi da das Zuckerrohr bewässern. Das geht dann hier so hin, zieht sich dann hier so ein bisschen durch. So, hier kann ich jetzt auch runter. Zieht sich dann hier so durch. Und dann ab hier geht das dann so ein bisschen unterirdisch weiter. Und kommt dann im Endeffekt auf der Other Side wieder raus. Ist noch nicht Nacht. Kommt einem immer so zeitig vor. Jetzt? Naja, immer noch nicht. Kommt dann, wie gesagt, hier auf der anderen Seite wieder raus. Und münde dann auch hier rein. Kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt hier der Fluss hier unten drunter, der Fluss, der Bach, hier unten drunter durchgeht und dann hier oh, ich habe den Chat noch an. Mal kurz den Chat ausstellen hier. Hier ist ja das Silo und da kommt das dann hier raus. Hier so an der Seite und du dann auch in den kleinen Vorsee hier landen und der mündet ja dann
Der mündet ja dann hier hinten hin. Lalala, da, so. Der mündet dann hier hinten hin im Meer. Und hier sollte ja hier drauf noch ein Leuchtturm kommen. Das ist ja auch noch in Planung, der liebe Leuchtturm. So, wollen wir mal erst was essen hier. Ich blende jetzt auch noch mal hier ein. Oben rechts könnt ihr jetzt gucken, ist eine Infokarte für die 1.14er Vollversion. Wie tue ich denn einen Dorfbewohner vermehren? In der neuen Version, in der neuen Zeitrechnung. Habe ich ein Video zu gemacht, könnt ihr gerne mal reinschauen. Hat auch ziemlich viel Feedback gegeben, auch von neuen Zuschauern. Auch wenn die neuen Zuschauer jetzt hier zuschauen, ich heiße euch herzlich willkommen. Und wir sind eine Tatsache schon wieder. Oh, falsche Seite. Schon wieder 10 mehr. Wahnsinn. Schon wieder 10 mehr. Vielen Dank dafür. Haben bald die 600 erreicht. Haben bald die 600 erreicht. Nächste Woche, meine lieben Freunde. Nächste Woche gibt es zwei Folgen. Da werde ich wahrscheinlich in der Mittwochsfolge. Jeden Mittwoch kommt hier eine Folge auf meinem Kanal. Da werde ich eine ganz normale Minecraft-Folge hochladen, wo ich die Fischerei anfange zu bauen. Und dann 2 Tage später, am 17. Mai, kommt dann schon ein Special raus. Wer es nicht mitbekommen hat, Minecraft wird 10 Jahre und da wollte ich ein kleines Special aufnehmen. Jo, ein kleines Special. Und sie haben ja auch was angekündigt. Und zwar, da tue ich mal den Trailer auch hier oben rechts in der Infocard mal verlinken. Und zwar kommt Pokémon Go raus. Und zwar im Minecraft-Style. Also nicht Pokémon, sondern Minecraft Go heißt es im Endeffekt. Aber es ist so ähnlich aufgebaut wie Pokémon Go, nehme ich mal stark an. Und das wird richtig cool werden für Mobile, Tablet, keine Ahnung, für unterwegs. Und das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und werde ich mal auch ein bisschen ausprobieren und vielleicht auch mal eine kleine Runde aufnehmen und euch das mal zeigen, wer das jetzt nicht machen kann zum Bleistift. So, wenn ich mich in mein Gehirn noch erinnern kann. Hier oben ist auch eine Bautafel. Das weiß ich. Lalala, lalala, li, 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 lulu. Hier, oder? Nee. Wo war die? Hus? Zeitüberschreitung. Auch nicht schlecht. Das liegt dann an meinem WLAN hier. Hat nichts mit dem Server zu tun. Das immer auf den Friedhof zurückgeworfen. Da hinten müsste auch eine Bautafel irgendwo sein. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich hier hinten irgendwie eine Schenke hinbauen wollte. Und hier irgendwie so eine Taverne in den Berg. Und da hinten, und da seht ihr, da ist Lava. Das habe ich auch irgendwie besonders genannt. Ich tue mir hier mal eine Abkürzung nehmen. Weil ich glaube zu wissen, dass das hier irgendwo steht. Da ja am Turmhang Klippenschenke. Hier genau, hier soll eine Klippenschenke hin. Der Weg sollte da hier unterhalb quasi durchgehen mit so einem kleinen Tunnel. Und da kommt hier so eine Klippenschenke hin mit so einer Überhangterrasse. Das sehe dann wahrscheinlich ziemlich schick aus. Weiß nicht, ob hier noch irgendwie was Scharfweite. Aber ich glaube, ich habe ja schon ausgeschildert, wo es immer hingehen soll. Deswegen müsste das ja eigentlich hier am Wegweiser stehen. Oder? Mühle, genau. Taverne, Mühle. Taverne und Mühle. Mühle an den Taverne mit einem Namen dahinter. Ich muss mir das nochmal angucken in den Folgen und die Schilder gegebenenfalls umschreiben.
Wir gucken uns das jetzt erstmal von oben an hier. Wie gesagt, hier ist so ein kleiner Platz, da wollte ich so ein paar Marktstände noch mit aufbauen. Und später, wenn die 1.14 auch draußen ist, werde ich hier auch eine Glocke hinstellen, dass die Dorfbewohner sich hier am Nachmittag dann versammeln können und ihre Waren austauschen. Das ist auf jeden Fall geplant. Hinten soll auf jeden Fall dann die Taverne entstehen und eine Mühle. Die Mühle kommt dann wahrscheinlich hier so hin. Nehme ich mal stark an. Und ja, dort hinten auf dem Berg soll dann das Kloster entstehen. Das sind so die Pläne, die hier so gemacht werden. Aber ich will hier nicht um den heißen Brei rumreden. Wir wollen ja einen Bauplatz finden für die Fischerei. Der Vorschlag kommt, wie gesagt, von Melusion. Dann gucken wir mal, wo wir die schöne Fischerei dann hinbauen werden. Hier habe ich mal vor Ewigkeiten was rumexperimentiert, wo die Komparator neu waren. Genau, wenn wir da nämlich hier ein, oh, so. Eine Erde draufpackt. Oder zwei verschiedene Sachen. Na komm. Genau. Zwei verschiedene Sachen. Drei verschiedene Sachen. Wenn ich jetzt aber eine Erde zupacke, geht es nicht weiter. Aber wenn ich jetzt eine vierte Sache, geht der vierte an. Eine fünfte Sache, geht der fünfte an. Und so weiter und so fort. Das ist schon eine coole Sache. Wenn da eben verschiedene Sachen drin sind im System. Genau. Tue ich mal hier mit das Sortieren. Da habe ich mal eben das ausprobiert, ob das hier fungiert. Was ist da? Da hat sich ein Creeper in die Luft gesprengt wahrscheinlich. Genau. Und da unten könnt ihr schon sehen, da ist ein Untoter und da sind Delfine. Wir können ja auch mal gegebenenfalls dann auf Reisen gehen und da mal ein bisschen die Welt erkunden. Kann man gerne tun. Weiß nicht, hat er jetzt einen Dreizack in der Hand hier? Dann tue ich den mal bekämpfen. Guten Tag. Den Nautilus-Schale in der Hand. Vielleicht gar nicht mal so uninteressant. Guck mal, da ist eine Nautilus-Schale. Cool. Eine Nautilus-Schale. Seht sie euch an. Schön. Ja, dann hier so hin. Irgendwie. Hier hinten seht ihr ja, da unten drunter ist hohl. Hier würde ich dann, also hier ist ja das Konto. Ökonomischer Speicher. Nahrungsmittelspeicher. Die habe ich sogar damals schon ein bisschen eingerichtet. Hier sind noch Sachen drinnen. Ihr sollt ja alle möglichen Nahrungen. Hier bin ich runtergegangen damals. Genau. Alle möglichen Nahrungen sollen ja eingespeichert werden und hier alle natürlichen Sachen. Und hier daneben passt hier noch so ein Kasten hin. Das wird schon knapp, ne? Weil ich hier jetzt den Fluss auch so ein bisschen quer gelegt habe. Genau, alles könnte man alles anpassen. Das ist ja nicht da die Welt, ne? Könnte man so ein bisschen anpassen, dass hab eine Nachricht bekommen. Ich tue mal kurz die Töne ausschalten hier. Könnte man das so machen, dass eben hier der Zaun später mal nicht mehr da ist, sondern hier
ein Haus steht und dass das so ein bisschen eingepfercht ist. Und ja, hinten dann auch noch ein Häuschen steht, vielleicht hier noch ein kleines Gärtchen dahinter. Ja, und hier geht's dann, wie gesagt, mit einem Weg dann so vorgestellt. Wenn hier so ein Haus und dahinter eben der Weg, der geht dann hier eine Treppe nach oben und dann hier auf dieses Podest. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir dieses Podest hier weiterziehen, wenn wir dieses Podest hier weiterziehen, das ist eine Idee, die könnte man durchaus umsetzen. Wir ziehen dieses Podest weiter. Bis dahin. Und tun dann hier eine Fischerhütte reinbauen. Die Fischerhütte können wir auch, also ich würde die Fischerhütte auch jetzt hier schon mit in dieses Quadrat hier mit einbauen. So ein bisschen tiefer gelegt, dass dann im Haus eine so kleine Treppe mit einem Steg nach unten geht und der Fischer dann im Endeffekt dort fischen kann. Mit so einem kleinen Angelsteg. Das ist noch der Plan. Man kann sich das ja auch ziemlich gut mal angucken jetzt in Anno 1800. Da gibt es ja auch so eine Fischerhütte. Da kann man sich ja auch dran orientieren. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, dass ich da das so ähnlich gestalte wie in Anno 1800. Muss ich mir mal anschauen. Aber das ist bestimmt nicht so das Problem. Jo, hier ist ein Pferdchen. Weiß nicht, ob mir das schon. Naja, haben wir noch nicht. Ist ja wahrscheinlich gespawnt irgendwo. Weiß nicht, ob wir in den Stall noch was über haben. Ist aber ganz in Ordnung, denke ich hier. Habe ich es jetzt? Müsste eigentlich. Ich hole mir mal aus dem Lager hier. Ich gehe mal kurz die Abkürzung. Einen Sattel. Guten Tag. Wenn wir hier einen haben. Aber ich glaube ja. Entweder hier in der Grußtruhe. Ne, haben wir keinen. Irgendwo hier. Hier ist alles bestens sortiert. Aber ausgewiesene Sättel gibt es ja auch nirgendwo. Dann nehme ich mal stark an. Wir gehen mal kurz hier die Gasse lang. Die Gasse. Und dann sind wir gleich hier in den Heidestallungen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Euer. Warum ist hier alles zweimal? Ist das ein Bug? Ist das ein Bug? Der Bug ist real. So, eh. In der Ute ist alles drin hier. Und in der Ute? Guck mal, genau dasselbe. Wie geht denn das? Das geht doch nicht. Müssen wir hier mal alle dezimieren. Ja, mal ein Sattel. Zack. Holen wir den mal hier rüber. Auf die Wiese. Die Nautilus-Schale hier hochpacken. Pferd ist noch da, ist nicht abgehauen. Super. Super duper. Zack. Komm hier raus. Spring. Okay. Eine Fischereihütte soll es werden. Hier kann
könnte natürlich auch noch Vorschläge geben, aus welchem Material ich das bauen soll. Das steht natürlich allen offen. Wo gingen sie denn da nochmal rein? Übrigens stehen die Zauntore auf. Die Pferde können ja nicht raus. Wegen den Dorfbewohnern, weil die immer mal hier reinlaufen. Ach, hier hinten geht's rein. Alles klar. So, jetzt suche ich dich mal hier. Absatteln. Kleiner Ahne. Guck mal, hier sind Tulpen drin. Ich glaube, der kleine Ahne, der gehört der Annie, oder? Komm, da müsst ihr irgendwo nochmal sein. Hier, kleiner Ahne. Warum ist hier alles doppelt zum Dorf? Ist das schon putzig? Also ich hab's nicht gemacht. Ist auf jeden Fall keine Verzauberung irgendwie oder so. Dass das irgendwie komisch gebackt hätte irgendwie. Jo, aber wir können uns auf jeden Fall schon mal ein paar Materialien ins Inventar holen, die ich mir gut vorstellen kann, die in die Fischhütte passen. Und zwar gehen wir erstmal kurz hier raus. Planbaustelle. Gericht. Musste dann noch ein bisschen was rumoxidieren. Hier ist meine Bautruhe, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist ein Dorfbewohner, okay. Hier sind zum Beispiel auch Namensschilder, ne? Hier, Türen. Da. Oder die hier zum Bleistift. Hier ist noch eine Truhe. Dann, was haben wir hier? Glas. Zack, mitnehmen. Erde, nee, brauchen wir nicht. Holz, dann kommen wir hier. Ne, die Türen nehme ich mal nicht mit. Aber hier Eichenholz, zack. Hier haben wir Treppen, hier haben wir Zäune, können wir eventuell brauchen. Vielleicht auch ein paar Zauntore, ich nehme es einfach mal mit. Hier Rüstung für den Fischer. Nicht, dass er mal vom Hai quasi ins Wasser gezogen wird. Da braucht er natürlich auch eine spezielle Ausrüstung. Eine Taucherausrüstung. Hier so ein bisschen Fichtenholz, aber da kriegt man bestimmt hier auch ein bisschen mehr, genau. Hier ein bisschen Fichtenholz. Vielleicht auch hier ein paar Türen. Hier haben wir noch ein bisschen Schwarzeichenholz. Hier ist eine Truhe. Ein bisschen Keramik kann man auch mal mitnehmen. Kann man vielleicht ein bisschen verbauen an der Fischerhütte. Ja, ich würde sagen, wir sind schon gut ausgerüstet. Können schon bald loslegen. Und hier kommt dann noch ein Kran hin. Da habe ich ja hier Kran, genau. Modell HGE 28001. Dann kann man dann hier hochgehen, oder? Irgendwo kommt man hier rein. Da. Und hier unten kann man das dann drehen, ne? Und hier oben kommt dann so, sag mal, das Cockpit oder so, sagt man das so? Da kann man dann ja den Kran bedienen hier, wenn ein Schiff anlegt. Und jo, was ich immer noch machen wollte, ich wollte ja, guck mal, hier unten sind ganz viele Lachse. Wollte schon immer mal hier ein paar Lachse töten hier. Ah, guck mal, das geht auch mit der Hand, glaube ich. Nee. So ist One-Hit. Zack, zack. Das ist Kabeljau. Das ist die Kabeljau. Zack. 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 Und zack. Da schwimmt auch noch Fisch auf dem Wasser. Können ein bisschen eher schneller schwimmen, ja? Lol.
Warum habe ich denn ein Geschenk auf dem Kopf? Geschenke auf dem Kopf. Ach so, das hatte ja die Hanabi gefragt. Warte, das kann ich ja noch mal ganz schnell zeigen zum Ende der Folge. Die Hanabi hatte mich gefragt, wie man denn diese Geschenke bekommt. Und du hast ja gerade gesehen, ich habe mir auf den Kopf gezogen. Das sind Minecraft-Köpfe. Das sind Köpfe, die erstellt wurden, die man sich auswählen kann. Auf einer Internetseite. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Die Internetseite tue ich mal verlinken. Und zwar auch hier oben in der Infocard, wenn das nicht der Fall ist. Steht sie in der Videobeschreibung. Da kann man die sich runterladen. Was heißt runterladen? Man tut es eigentlich überhaupt nichts runterladen. Man hat einen Befehl und den Befehl tut man einen Kommandoblock eingeben und dann hat man den Kopf. In der 1.13 geht das ein bisschen schwieriger. Aber in der 1.12 klappt es noch. Keine Ahnung, die haben irgendwie das Command-Block-System, wenn man dort Commands eingibt, die aus Generationen sind, die noch nicht 1.13 waren, irgendwie verändert oder so. Und da habe ich hier den Weihnachtsbaumschmuck hier, da steht der Spielerkopf hier. Und die haben zum Beispiel hier einen Namen, der nennt sich hier Trajan und der hat sich Mikano, der nennt sich Skizgaming und der hier ist Skizink. Ja. Und hier so heißen die, wenn die runter hier nicht geladen, sondern wenn die erschafft werden aus diesem Command-Block, da tun die eben so ins Inventar fallen, aber wenn man die dann abbaut mit der Spitzhacke oder mit Hand, dann ist ja nur Spielerkopf. Das gibt es eben als Weihnachtsbaumschmuck. Habe ich hier noch andere Dekorationsmöglichkeiten, wie ich schätze ja eine Schneekugel, ein Weihnachtsbaum, der ja drauf ist hier und mit Winterland daneben. Und das sind so kleine Laternen, sollen das darstellen, aber die tun wie gesagt nicht leuchten. Hier haben wir noch ein bisschen Spielzeug hier. Hier haben wir so ein Holzklotz, dann so ein Cube-Würfel, auch so ein Weihnachtsmann und hier so ein Astronautenhelm. Und genau, hier sind die Geschenke. Muss ich nochmal gucken. Orange, grau, rot ist hier drüben. Da ist das. Und ja. Die nennt sich dann, wenn man hier einen gewissen Befehl eingibt, der kann man den auch so, wenn man sich den Namen jetzt hier merkt, okay, der heißt jetzt Stress 3, könnte man jetzt auch die Chatleiste öffnen und da reinschreiben mit dem bestimmten Befehl, dass man den rausbekommt, den Kopf. Aber ich weiß jetzt den Befehl nicht aus dem Kopf. Genau. Und ich habe da auch noch auf der anderen Welt von mir, auf Südesmeraldien, habe ich da zum Beispiel auch noch Osterdekoration und Zeug und Sachen und genau, hier sind die ganzen Feuerwerksraketen drin, die ich hier eingespeichert habe. Genau, hier sind die ganzen Crafting-Dinger, die ich dazu brauche. Hier Papier, Schwarzpulver, Gold, Federn. Genau. Aber das ist im UZ hier. Ich kann ja mal kurz hier eine rausnehmen. Wenn ich die hier loslasse. Ihr seht, hier kommen einfach nur so rote Partikel raus. Das ist ein Bug. Es ist schade, dass man im OZ hier kein Feuerwerk darstellen kann. Ja, meine lieben Freunde. Nächste Folge fangen wir die Fischereihütte an zu bauen. Ich freue mich da schon ziemlich drauf. Das muss. Ach, komm, das können wir eigentlich mal abreißen. Geht das kaputt, wenn ich das abbaue hier mit der Hand? Nee.
Es war ja nur mal ein Experiment von mir mal. Ich wollte es ja mal testen. Hier muss man, glaube ich, ja Spitzhacke nehmen. Zack. Da ist das ja auch weg. Wir können natürlich schon mal ein bisschen anfangen zu terraformen. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so übel. Hinten wächst noch ein großer Baum. Können wir ja auch mal wegfällen. Wie gesagt, für Vorschläge bin ich, wie gesagt, immer noch offen. Ich habe hier mir so eine Liste, die hängt an der Pinnwand. Da stehen alle eure Vorschläge drauf und auch alle meine Vorschläge, beziehungsweise dann die Bauvorhaben. Die tue ich mir dann immer mal so ein bisschen aufskizzieren. Das habe ich ja auch schon mal in der Folge, wo ich das Gericht gebaut habe, habe ich euch ja mal gezeigt, wie sowas ausschauen kann. Wenn ich mir da so eine Skizze mache. So, ein Setzing haben wir schon wieder draußen. Und aktuell läuft ja auch noch die Wahl im Treibenland. Da habe ich mich ja auch drauf beworben. Da ist aktuell die Bauphase. Da bin ich aber schon fertig. Ich verrate natürlich nicht, was ich gebaut habe. Ich will hier nichts beeinflussen. Wie gesagt, am 11.5. ist ein Abgabetermin. Endgültiger. Das ist am Samstag diese Woche. Nächste Woche Mittwoch, am 15. kommt, wie gesagt, wieder eine neue Folge Minecraft. Da fangen wir dann an, die Fischereihütte zu bauen. Und am Freitag, 2 Tage später, am 17. Mai, kommt dann ein Special-Video hier vom Server. Was ich noch dazu sagen kann, ich habe ja wieder mal ein Datum verpasst, vor 3 Tagen. Also, wo das Video rauskommt hier, ist der 8.5. Ich gehe das da davon auch aus. Ich weiß nicht, ob ich bis dahin schaffe, aber ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Ich habe ja mal ein Video hochgeladen, Dokumentation, für den 5.5. für ein Tornado. In Bitte, das war 2015, das ist schon wieder 4 Jahre her. Und da kommen immer noch sau viele Kommentare. Und da tue ich mich natürlich auch nochmal an dieser Stelle bedanken. Ich glaube, ich habe es noch nicht getan. Freue mich natürlich über jeden Kommentar und ich tue mich natürlich auch da ein bisschen drüber freuen, dass sich da so eine kleine Rubrik schon angesammelt hat, die für den Schutz von dem kleinen Kaninchen der einen Familie sich sorgt. Und das finde ich schon ein wenig liebenswürdig, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Save the Kaninchen. So, jetzt haben wir ja Full Inventar. Full Inventar, der Cedric verabschiedet sich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Adieu, noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.